Hallo Leute, das ist wieder der Stefan von Outdoor Kinder. Wir kommen zum zweiten Teil meines Blackout Basics Serie, wie ich es jetzt gerade genannt habe, wo ich euch mal erkläre, was passieren müsste, damit es zum Blackout kommt und wo auf der anderen Seite erklärt wird, was wir dagegen tun. Nur mal das Wichtigste aus dem ersten Teil, wer den nicht gesehen hat, bitte vorher anschauen, den blende ich euch oben ein. Aber nochmal ganz kurz zur Wiederholung für alle anderen. Strom, der produziert wird, muss im gleichen Moment verbraucht werden. Und Strom, der verbraucht wird, muss im gleichen Moment produziert werden. Unsere Speicherkapazitäten sind minimalst. Leider, sonst hätten wir viele Probleme nicht. Und heute im zweiten Teil geht es darum, was müsste denn passieren, damit ein Blackout passiert? Oder was könnte denn passieren? Und da bin ich auf 13 Punkte gekommen und die werde ich euch jetzt vorstellen. Und werde ich auch dazu sagen, was dagegen getan wird oder ob was dagegen getan werden kann. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. So, was gibt's denn jetzt für Gründe für einen Blackout? Wir fangen mal an. Eine Überkapazität, eine Überproduktion, habe ich euch ja erklärt, dann steigt die Herzfrequenz, dann kommen die einzelnen Stufen und wenn das zu schnell geht und die Stufen nicht greifen und wir über 52 Hertz kommen, dann schaltet sich alles ab. Vielleicht auch mal dazu, so also kleines Beispiel, wir können ins Ausland 19,7 Gigawatt transferieren, also zu uns oder auch raus und wir haben es im Januar schon mal geschafft, dass wir plus 15 Gigawatt gehabt haben. Also wäre nur ein paar Gigawatt dazugekommen, hätte man ein richtiges Problem gekriegt, weil dann hätte man es nicht mehr nach außen, da können wir da doch die Netzfrequenz gestimmt. Ja. Und damit hätte es theoretisch zum Blackout kommen können. Deswegen war auch schon die Frequenz bei 50,2 Hertz, das ist also schon die erste Stufe. Unterkapazität, genauso schlimm. Also wir verbrauchen mehr als wir produzieren. Es wäre also in dem Moment zu wenig produziert, weil vielleicht der Wind gerade aufgegangen ist, weil keine Sonne nicht scheint aktuell. Wie auch immer, es gibt viele Möglichkeiten dafür, weil vielleicht gerade ein Kraftwerk aus, ein Atomkraftwerk haben wir ja auch schon mal gehabt, wo dann die Transformatoren kaputt geworden haben, wo es dann plötzlich so einen Herzsprung gab. Es reicht auch hier eine ganz kurze Unter- und Überdeckung im Übrigen. Die muss jetzt nicht Stunden bestehen, das klang eine halbe Minute, Minute. Das könnte uns schon zum Blackout bringen. Der nächste Punkt, Punkt 3, ist eine physische Trennung. Die kann durch alles Mögliche zustande kommen. Ich nenne dazu ein ganz einfaches Beispiel, 2005 Münsterland, das war wohl die größte physische Trennung, die wir gehabt haben. Da war also ein Strommast, da hat es also geschneit, richtig, und ein Strommast hat gesagt, hey, mir ist das zu viel, ich knicke um. Ein Strommast einige Kilometer weiter hat dann gedacht, gute Idee, knicke ich mit um und dann haben die 248 dazwischen gesagt, hey, das ist echt eine coole Idee und sind mit umgeknickt. Das heißt, wir hatten 250 geknickte Masten. Wenn du 250 geknickte Masten hast, kommt da kein Strom mehr drüber. Das ist ganz logisch. Und deswegen hatten wir damals in Münsterland bis zu 10 Tage ohne Strom, 250.000 Leute. Und im Ausland das gleiche Nummer, da waren auch nochmal 250.000 Leute ohne Strom. Das Glück damals war, das war relativ regional begrenzt. Man konnte von überall außerhalb Kapazitäten hinbringen, Notstromaggregate und. Deswegen war das Thema nicht so schlimm. Ein Blackout wird erst schlimm, wenn es wirklich mal großflächiger ist. Aber wie gesagt, das psychische, physische Trennung, nicht psychische, physische Trennung. Das kann übrigens auch Punkt 4, kommen wir gleich drauf, durch Hacker passieren. Die müssen nicht unbedingt die Kraftwerke angreifen. Es reicht auch, wenn sie die Energie, also sie können natürlich die Energieversorger angreifen, es klang, aber wenn sie diese Punkte angreifen. Siehe Beispiel Kreuzfahrtschiff 2006, habe ich ja schon gesagt im ersten Teil, oder habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, da wurde eine Leitung abgeschaltet. Und es gab dann einen Kaskadeneffekt bis Spanien runter, haben die Leute dann plötzlich 15 Millionen Leute keinen Strom mehr gehabt. Sie haben also so Tests gemacht und haben sogenannte Whitehacker eingeschaltet. Whitehacker sind also Leute, die wo Firmen hacken, um einfach zu zeigen, pass auf, ihr habt da und da ein Loch, macht das bitte zu. Es gab dazu in Stuttgart einen Versorger, der hat das testen lassen, nach 3 Monaten waren die im System drin und hätten den ausschalten können, hätten die Photovoltaikanlagen, die Windkraft abschalten können, hätten die Trafos regeln können, also die hätten alles machen können und das Schlimme ist, die Software, die der nutzt, nutzen auch 300 andere kleine Betreiber. Und wenn ich einmal die geknackt habe, ist die Chance groß, dass ich die anderen vielleicht auch knacke.
Und dann haben wir natürlich ein großes Problem, weil wenn ich 300 Energieversorger auf einmal ausschalte, dann habe ich meinen Blackout, definitiv. Es gibt da noch mehr, also wenn man sagt, ah, das ist überhaupt nicht möglich. Naja, wenn man überlegt, im Iran, Atomanreicherung ist mit Sicherheit besser geschützt als bei uns in Stuttgart, also zum Beispiel in Stuttgart, der Energieversorger. Und da waren mit Stuxnet, sind die dort reingekommen. Es gab auch schon Angriffe auf das amerikanische Stromnetzsystem, Hackerangriffe, wahrscheinlich von russischer Seite. Das typischste oder das beste Beispiel dazu war Ukraine, also im Ukraine-Krieg 2015, als russische Hacker mal schnell das Land für einen Tag lang gelegt haben, durch Hackerangriffe, also das halbe Land zumindest. Aber das ging durch Hackerangriffe, zack, bumm, abgeschaltet, fertig. Es gab vor kurzem in der Sendung Kontraste, war auch dieses Thema, und da haben sie so Weithacker in Berlin auf einen Energieversorger Jagd gemacht und nach ein paar Stunden waren die im System drin. Tja, nach ein paar Tagen hätten die alles regeln können und hätten einfach ein gewisses Gebiet abschalten können. Also das ist definitiv für mich eine der größten Gefahren fürs Netz, an die Hacker. Hacker können aber auch Smart Meter manipulieren, auch ein wichtiger Punkt. Den darf man auch nicht unterschätzen. Smart Meter ist zum Beispiel, wer das Buch Blackout gelesen hat von Mark Ellsberg, das ist dort der Auslöser gewesen. Die haben einfach in Italien, weil in Deutschland sind die speziell gehärtet, da ist es nicht ganz so leicht, aber in Italien haben die normal, und die haben eine Funktion davon genutzt, die eigentlich normal gar nicht freigegeben ist, was Hacker können. Also das ist nicht unrealistisch, dieses Beispiel, und haben Italien komplett abgeschaltet. Und wenn du natürlich plötzlich ein ganzes Land abschaltest, dann gibt es Kaskadeneffekte und dann schaltet sich ganz Europa ab. Und das ist gar nicht mehr unrealistisch. Physische Trennung ist zum Beispiel auch ein Punkt für Terrorangriffe. Wir haben ein hunderte Kilometer langes Stromnetz, das kann ich nicht überwachen. Wir haben ganz irgendwo in der Wildnis draußen irgendwelche Transformatoren, sonstiges, die kann ich auch nicht überwachen. Versorgungspunkte kann ich nicht überwachen. Alles Punkte, wo man ansetzen könnte für einen Terrorangriff. Man kann natürlich auch direkt die Versorger selber angreifen, aber das ist wesentlich schwieriger. Und das andere wäre wesentlich einfacher. Und was man gesehen hat, wenn eine Leitung ausfällt, das war wieder beim Kreuzfahrtschiff 2006. Hat man ja gesehen, da hat eine Leitung gereicht zum Abschalten. Zum richtigen Zeitpunkt. Dann hast du ein Problem. Punkt 6 ist menschliches Versagen. Menschliches Versagen war ja auch beim Kreuzfahrtschiff das Problem, und das kann halt immer mal passieren, dass hier einfach Kommunikationsfehler auftreten oder andere Fehler oder einer zu spät aufs Knöpfle drückt oder wie auch immer. Das ist natürlich was, was immer passieren kann. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ob man dann mit einem ganzen Blackout auslösen kann, ich weiß es nicht. Meistens kann man halt kleine Teilbereiche vielleicht abschalten, und durch einen Kaskadeneffekt könnte sich daraus theoretisch auch Blackout entwickeln. Könnte. Muss nicht. Siebter Punkt. Ein Angriff auf die Stromversorger mittels Graphitbomben. Theoretischer Terror sei, meistens sind es andere Länder. Das hat man zum Beispiel im Irakkrieg gesehen, wo man 85% Irak stromlos gestellt hat, indem man die Anlage mit Graphitbomben. Das sind so ganz, die werden einfach, die explodieren ganz locker über dem Ganzen, dann regnet es dieses Zeug runter, und das sind Kohlefaser, die leiten sehr gut, und dadurch gibt es schlichtweg Kurzschlüsse. Der Vorteil ist, da machst du nicht viel kaputt, weil die kann man danach wieder wegwischen. Und dann funktionieren die Anlagen in der Regel wieder. Das heißt, das ist natürlich super, um mal kurzfristig einen Strom wegzunehmen. Haben wir übrigens auch im Kosovo-Krieg, also im Jugoslawien-Krieg gemacht. Da haben die Amis einmal eben, muss ich selber überlegen, ja, auf alle Fälle haben es einige Stromerzeuger damit ausgeschaltet und das Land so lahmgelegt. Nächster Punkt, Punkt 8, EMP. EMP gibt zwei Möglichkeiten. Der eine, für mich jetzt eher unwahrscheinliche Grund, ist durch Auslösung einer Atombombe, die man in der Atmosphäre zündet, also mehrere hundert Kilometer da oben. Und da gab es mal einen Test, 9.7.1962, das war auf die Bahamas. Und in 1300 Kilometer Entfernung ist der Strom ausgefallen. 1300 Kilometer. Und ihr wisst, was damals für Bomben gab und was es heute für Bomben gibt. Das heißt, eine solche Bombe gezündet, könnte man wahrscheinlich halb Europa damit lahmlegen. Und da wäre ja alles kaputt. Das ist ja, wenn der EMP stark genug ist, dann ist alles kaputt. Das geht vom Computer, der geht nicht mehr, das Auto geht nicht mehr, es geht dann gar nichts mehr, wenn der stark genug ist.
Also das heißt, der würde wäre dann noch schlimmer wie Blackout, weil den kannst du auch nicht mehr irgendwie reparieren. Damit sind wir wieder im Mittelalter. Das ist also noch viel schlimmer. Wie gesagt, ist jetzt eher unwahrscheinlich für mich. Was eher passieren könnte, ist ein EMP durch Sonnensturm. Das gab es schon öfters, seit man überhaupt weiß, dass es sowas gibt. Das gab es zum Beispiel das Carrington-Ereignis 1859. Und damals hat es in Amerika ja nur die Telegrafenmasten gegeben mit der Telegrafenleitung. Und da waren zum Schluss diese Teile dran und da war Papier drin. Und das war so stark, dass das Papier zum Brennen angefangen hat. Dann kann man sich vorstellen, was dort mit empfindlicher Elektronik passieren würde. Und sowas ist gar nicht mal so, also es kommt immer mal wieder. Wir hatten 1921 einen, der war richtig stark. Also 1989 hat man zum Beispiel einen in Quebec in Kanada und da waren dann 6 Millionen Leute für 10 Stunden ohne Strom, weil es zwei Transformatoren, die sind durchgebrannt durch den EMP. Das war also ganz leichter. Der 1921 wäre 10-mal so stark gewesen, aber damals hat es noch keinen gejuckt. Da war man noch nicht so abhängig von Elektronik und hatten auch noch keine feine Elektronik. Ein Sonnensturm kann uns übrigens jederzeit treffen. Am 23.07.2012 sind wir einem solchen nur ganz knapp entgangen. Also für astronomische Verhältnisse, der ist der ganz knapp an uns vorbeigeschrammt. Wäre der gekommen in dieser Stärke, hätte es ein richtiges Problem geben können. Man kann die meisten Sonnenstürme, wäre das also dann folgendes, wenn so ein Sonnensturm gemeldet wird, das heißt meistens so 24 Stunden Vorwarnzeit, dann werden die Netze einfach für mehrere Tage komplett alles getrennt. Dadurch, meistens sind die ja nicht so stark, dadurch könnte man das Stromnetz vermutlicherweise schützen. Wenn er zu stark werden würde, wird das auch nicht mehr gehen. Aber wie gesagt, der 2012 muss richtig stark gewesen sein, so ähnlich wie das damals das Carrington-Ereignis, hat uns aber Gott sei Dank nicht getroffen. Kommen wir nun zu dem für mich am wahrscheinlichsten Ereignis, dem Blackout. Das ist nämlich das Thema, wo das österreichische Bundesheer, habe ich im ersten Teil erklärt, gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit in den nächsten 5 Jahren liegt bei 100%. Und zwar ist es die Energiewende. Die grüne Energiewende ist für mich das Thema schlechthin, warum uns ein Blackout in den nächsten 5 Jahren ereilen wird, wahrscheinlicherweise. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, wir haben ganz sicher eine Anlagen, die immer Strom bringen und die wechseln wir aus und stattdessen setzen wir auf Anlagen, die mal viel Strom bringen und mal wenig Strom bringen. Also Windkraft ist eigentlich klar, es gibt mal viel Wind, dann wird viel Strom produziert, es gibt mal wenig Wind oder fast gar keinen. Dann wird halt auch nichts produziert. Das gleiche gilt für Photovoltaikanlagen. Wir haben, ich weiß es nicht, über 40 Gigawatt installiert, aber es kommen selten mal mehr als 5, 6, 7, 8 Gigawatt an im Winter. Im Sommer schaut es ganz anders aus, da haben wir ganz viel. Im Winter haben wir fast gar nichts. Aber wenn Schnee drauf liegt, dann haben wir überhaupt nichts oder so gut wie gar nichts. Und wir setzen quasi von sicheren Anlagen auf Zapperstromanlagen. Und das ist eigentlich das große Problem an der Energiewende. Da habe ich mal ein Video drüber gemacht, Blackout 2023. Kann ich euch nur mal empfehlen. Wir gehen aber auf der anderen Seite, wenn wir gleichzeitig einen Verbrauch senken würden, wäre das ja in Ordnung. Und was machen wir? Wir fördern die E-Autos, die viel Strom brauchen. Jetzt kommt natürlich sofort wieder, ja, so viel brauchen die gar nicht richtig. Es geht auch um den Ladestrom. Nummer 1, Strom, der verbraucht wird, muss erzeugt werden. Das heißt, in dem Moment, wo ganz viele E-Autos gleichzeitig laden, mit hohen Strömen, wie es halt die E-Auto-Besitzer am liebsten mehr, weil dann ist es schnell vollgeladen und wie es auch gewünscht wird von der Politik, dann haben wir ein Problem damit. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und setzen auch unsere ganzen Heizungen auf Strom um. Eine Wärmepumpe zum Beispiel braucht halt 15 Kilowatt. Das ist genauso schlimm wie, oder fast genauso schlimm wie eine 22 Kilowatt Ladestation. Wo wir in Stuttgart das Problem gehabt haben, dass einer in einer Straße der dritte 22 Kilowatt Ladestation haben wollte und der Netzversorger gesagt hat, das geht nicht, wenn sie ja gleichzeitig Lads, bricht mir das Netz zusammen. Und jetzt wollen wir alle Heizungen da drauf anlegen. Na, Brustmahlzeit, das kann ja richtig gut werden. Das Netz speichert eben nicht genug, so wie manche grüne Politiker-Chefinnen meinen, aber das sind halt die Politiker, die auch an Kobold im E-Auto glauben. Ansonsten kann man sich das nicht erklären, weil das Netz speichert gar nichts, vielleicht eine Sekunde lang, das war's dann. Und so viel Speicher haben wir leider nicht. Die Energiewende sorgt im Übrigen auch dafür, dass in Zukunft Photovoltaikanlagen und Windkraft wieder abgebaut werden. Weil die haben eine Förderung für 20 Jahre bekommen
Und die 20 Jahre sind noch vorbei. Und wir stellen uns einfach vor, damals 2001 habe ich die gebaut und habe 55 Cent pro Kilowattstunde gekriegt. Also machen wir einfach das Beispiel, ich habe 5.500 Euro gekriegt und ich habe gewusst, ich habe aber 1.000 Euro für Miete, für Wartung, für Versicherungen, für alles, was halt so dazugehört, Steuerberater und. Also ich rede jetzt nicht von den Haus-Photovoltaikanlagen, ich rede von den großen Anlagen, die wirklich relevant sind. Und jetzt plötzlich sagt der Staat, ja, statt 5.500 Euro kriegst du ab nächstes Monat 800 Euro. Die 1.000 Euro Kosten, die bleiben. Also was macht der Kapitalanleger? Weg damit. Ganz einfache Geschichte. Und das trifft bis 2025 ungefähr 23% unserer Anlagen. Und ob die dann weiterlaufen oder nicht, das ist die große Frage. Manche wahrscheinlich, viele wahrscheinlich nicht mehr. Und deswegen ist jetzt genau die Energiewende das, was eigentlich gegen die Energiewende spricht. Auch ein wichtiger Punkt hätte ich fast noch vergessen. Stromspekulanten. Strom wird gehandelt an der Strombörse. Und das haben wir im Juni dreimal gesehen. Da waren ein paar schlaue Spekulanten dabei, die gesagt haben, wir machen lieber ganz niedrige Brennung. Und wenn dann nachgefordert wird, gehen wir richtig Strom teuer verkaufen. Und der kostet dann das Hundertfache oder so. Also da ging es um Millionen. Und das war im Juni dreimal so weit, dass die Netzfrequenz weit gesunken ist, dass man mal vom kleinen... Also das ist zumindest eine kleine Gefahr bestand. Und das kann uns auch mal treffen, wenn diese Spekulanten mal gleichzeitig alle spekulieren, dann haben wir halt ein großes Problem. Ich möchte euch mal sagen, mit welchen Kommentaren, dass ich oft konfrontiert bin. Und zwar von Hans-Dirk Kumpfer, der hat also unter mehrere Videos kommentiert. Alles Unsinn, denn es gibt so viele Stromaggregate in Deutschland und jede Menge Solar und jede Menge Windkraft und jede Menge Wasserkraft. Ohne Strom, vielleicht einen Tag, also macht euch nicht verrückt. Ganz kurz, Aggregate, ja, gibt es viel, aber wie groß sind die? Wenn ich halt so ein 2 Kilowatt Aggregat habe, so wie ich, dann kann ich eine Kochplatte damit betreiben, aber kein Haus. Selbst das THW mit den großen Anlagen, die 250 kVA haben, das sind roundabout 200 Kilowatt, die können damit noch nicht einmal ein Krankenhaus betreiben, noch nicht mal. Und wie viel haben wir davon? 25, 30, ich weiß es nicht. Also das reicht hinten und vorne nicht, in keinster Weise, denn... Wenn das so einfach wäre, warum bauen dann die Netzbetreiber riesen Kraftwerksanlagen, wenn es doch mit so kleinen auch gehen würde? Also das ist Blödsinn. Nächster Punkt, Solar und Wind, super. Das Problem ist, die haben Wechselrichter. Und diese Wechselrichter hängen sich genau an die Frequenz vom Netz. Wenn aber kein Netz da ist, was machen die dann? Genau, die machen auch nichts mehr. Das heißt, die fallen in dem Moment komplett aus. Ist halt mal so. Also nein, die können wir nicht nutzen. Wasserkraft, ja, die haben oft schwarzstartfähig, das ist richtig. Aber wie viel haben wir da? 4,5%. Na toll, damit können wir uns richtig rausreißen. Puh. Toller Kommentar. So, ich werde immer wieder gefragt, wie lange wird denn ein Blackout dauern? Da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, das nennt sich Schwarzstart. Schaut euch das dazu an. Meine persönliche Meinung ist, dass es in manchen Gebieten nach 2 Tagen vielleicht schon wieder Strom gibt, bis es alle wieder haben, wird meines Erachtens 14 Tage dauern. Es kann auch länger sein, weil wir haben ja folgendes Problem, jetzt zum Beispiel in der Schweiz, die haben mit Sicherheit schneller wieder am Netz wie wir, weil die sehr viel Wasserkraft haben, die auch schwarzstartfähig sind und dort können sogar die Armee Leitungen legen, die üben das jährlich. Die haben da ganz anders drauf vorbereitet als wir anderen. So, jetzt machen natürlich die Schweizer dann folgendes und versuchen zum Beispiel Deutschland mitzustarten. Und bei diesen Starts, wenn man die nicht hundertprozentig richtig berechnet, kann es passieren, dass dadurch eine Rückkopplung gibt und dadurch plötzlich in der Schweiz wieder Strom ausfällt. Das heißt, es wird dann, bis ein stabiles Stromnetz aufgebaut ist, das dauert immer wieder. Es kann also sein, der Strom ist kurz da, bricht dann irgendwann wieder zusammen, bis das alles aufgebaut ist, bis das synchronisiert ist. Das dauert einfach dann eine gewisse Zeit. Und insofern kann es auch mal locker bis zu 14 Tage in gewisse Gebiete dauern, bis der Strom wieder stabil da ist. Aber dazu gibt es ja ein eigenes Video. Dann wäre immer wieder gefragt, ist ein Blackout wahrscheinlich? Wie ich es in dem Video schon gesagt habe, wie das österreichische Bundesheer, bin auch ich mittlerweile noch, ja, jetzt mache ich doch seit 2 Jahren Recherchen zu dem Thema, der Meinung, dass ein Blackout, wenn wir so weitermachen, wie es jetzt geplant ist, die Wahrscheinlichkeit bei 100% liegt. Und da gibt es ein Ereignis, dessen wahrscheinliches Eintreten in den nächsten 5 Jahren nicht nur die Experten des Bundesheeres mit 100% bewerten. Der Ausfall des Stroms, das sogenannte Blackout. Blackout bleibt ein Thema. Es kann großflächig sein, sektoral. Wir müssen diesen Gefahren entsprechendes Augenmerk widmen. Also da schließe ich mich dem österreichischen Bundesheer tatsächlich an.
Ob das dann ein komplett Blackout wird oder vielleicht nur Teilbereiche Blackout, das ist ein anderes Thema. Aber Blackout in dem Sinn, naja, wie die Österreicher sagen, 100%, und ich sage Prost Mahlzeit. So, wenn ihr noch Fragen habt, haut es mir so unten rein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir über Like freuen. Wenn ihr noch mehr Videos dieser Art sehen wollt, einfach abonnieren und Glocke nicht vergessen. Da kommen noch mehr auf meinen Kanal. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan von Outer Chiemgau. Pfiat euch.